Weiter geht es mit dem Land der Löwen, mit unseren Preview-Streams auf Twitch und nachher auch auf YouTube. Und schaut euch diese prachtvolle Welt an. Das ist der Palast von Ketema, dem örtlichen Herrscher. Wir haben ein bisschen die Story in den letzten Minuten oder ein, zwei Spielstunden ignoriert, weil wir vorher die Expedition so genossen haben, die uns hier hingeführt hat. Da habe ich immer Geschichten vorgelesen, habe mit euch Atmosphäre gesoffen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr zum Ausgleich gespielt. Beides sind Säulen vom Spiel. Schön erzählte Geschichten und schön inszenierte Welten, in denen man auch schön bauen kann. Und wir gucken, dass wir die Balance hinkriegen. Mal das eine, mal das andere machen. Liebe Grüße an Danny unter anderem und viele andere. Danny hat ein Abo verschenkt. An Schnudelober, danke dir. Wir machen hier weiter, Leute. In Taborime hier. Und waren ja damit beschäftigt, dass wir gesagt hatten, wir wollten für mehr Hibiskus sorgen. Oder überhaupt für Hibiskus sorgen. Hibiskus-Tee. Das heißt, wir brauchen im Verhältnis 3:2 Hibiskus-Farmen und Teewürzereien. Also 3 Teewürzereien auf 2 Hibiskus-Farmen. Alternative, eine Hibiskus-Farm, Silo dran geht auch. Weil die produzieren da schneller, mit Silo doppelt so schnell. Eine könnte reichen. Eine richtig gute, schöne Hibiskus-Farm reicht aus. Wisst ihr, wo ich die hinstelle? Lieber WB, kannst du dich noch ein bisschen kleiner machen? Oh, entschuldige. Danke. Das ist immer, das ist sehr wichtig. Danke, dass du mich darauf ansprichst. Das ist echt sehr lieb und total wichtig. Ernsthaft. Und ich guck mal, ob ich die hier reingequetscht bekomme. Dass die hier den Anschluss hat nach unten. Wisst ihr, wie wir das machen? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir das machen könnten. Nichte hat mich gebeten, es zu reparieren, aber... Hier kommt die Hibiskusfarm hin. Ich musste die Verlobung auflösen. Sie hat nicht verstanden, wie wichtig das Wortspiel in unserer Kultur sind. Und dann brauchen wir allerdings nach... Achso, Silo ist nix. Traktorscheune, die können wir erst später machen. Da fehlt uns noch was. Wir können die aber schon mal planen, wo die später hinkommt. Die würde hier hinkommen. Die braucht 2x3. Das heißt, das hier wird reserviert für eine Traktorscheune. Der Platz hier. Es geht genau auf! Sehr schön. Du und ich. Das klingt doch gut. Dann oder? Können wir sogar hier noch ein Stückchen Straße wegmachen. Ach, wie schön. Das brauchen wir alles nicht. Dann kriegen wir hier vielleicht noch irgendein anderes Gebäude hingequetscht. Zum Beispiel eine der Teewürzereien. Oh ja, eine? Habe ich eine gesagt? Guck mal. 2 passen dahin. Die hat den Straßenausgang nach dort und die nach hier unten. Ja? Eine Straße hier hoch. Ah, perfekt. Allerliebst, hier kommen nachher die Traktorscheune hin. Und jetzt können wir hier das Hibiskusfeld langziehen. Das ist der Schlüssel. Ziehen das hier runter. Ignorieren den Platz hier. Oder wir machen das ein Ticken länger. Aber ich glaube, wir lassen es so, wie es ist. Hier geht's lang. So. Dann machen wir die noch fertig. Die Teff-Farm hier. Ziehen das hier hoch. Bauen sie hier um die Ecke. Und hier lang. So machen wir das. Sowas finde ich hübsch. So kleine Spielereien. Und hiermit. Jetzt können wir das hier noch ein bisschen länger machen. Und ziehen das hier unten lang. Oder hier oben lang, das geht auch. Wer weiß, ob wir das überhaupt brauchen. Ich ziehe es mal ein Stück so hoch und dann gucken wir mal. Wir ziehen hier unten lang. Ah ja. Ach, wie hübsch. Hier hin. Mhm. Auge gespielt mit. Das machen wir noch anders. Das kommt hier weg. Und hier hinten, den kleinen Schlingel, den ziehen wir hier hoch. Das finde ich total klasse. Jetzt bauen wir die Hibiskusfarm hier noch zu Ende. Ziehen die hier elegant um die Ecke.
So. So. Hier rüber bitte. Ja. Hierhin. Jetzt ist sogar die Frage, ob wir das hier unbedingt machen sollten. Ich glaube, das geht auch ohne. Machen das hier da weg. Dann haben wir nämlich noch Optionen, den Graben irgendwo anders lang zu ziehen. Wobei, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Wir machen es erstmal hier und dann gucken wir weiter. Eine hier. So. Eine Hibiskusfarben hier. Das ist die Lehmziegelei. Straßenanbindung haben auch alle. Alles fein, alles gut. Jetzt haben wir eine gebaut. Das ist diese hier. Wir brauchen nur eine zweite. Eine zweite Hibiskusfarben. Wir haben die Teewürzereien schon gebaut. Zwei. Jetzt brauchen wir noch zwei. Eine Hibiskusfarm noch und noch eine Teewürzerei, bitte. Ja? Machen wir? Machen wir. Das heißt, wir gehen. Wo ziehen wir noch eine hin? Das Lagerhaus versorgt hier alles ganz gut, ne? Das reicht anscheinend aus. Hier könnten wir noch ein Lagerhaus hinsetzen, hier was hochplatzieren. Am besten ist natürlich so Lücken füllen. Wenn man welche ohnehin hat, zum Beispiel hier. Kriegen wir das hin, all die kleinen Lücken hier zu füllen? Sollen wir das mal versuchen? Was beginnt denn hier? Das hier ist von wo? Das ist die Teff-Farm hier. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich kann nicht garantieren, dass es klappt, aber ich würde gerne mal was ausprobieren, ja? Wir probieren mal was. Wir schauen mal, ob das geht. Wir machen... das hier weg. Kann sein, dass wir das gleich wieder abreißen müssen, aber ich würde gerne mal mit euch ein kleines Experiment starten. Oh, die kann nachher auch noch ein Silo bekommen. Aber wohin? Ach, wie doof. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Wie machen wir das denn? Ich will die ungerne versetzen. Silo braucht 2x3. Wir müssten hier ein Stück Straße haben. Ich glaube, wir müssen die nochmal versetzen. Geht nicht anders. Aber das hier ist dann nicht so fruchtbar. Doch, die sind alle fruchtbar. Ich glaube ja. Jetzt ziehen wir die Straße hier runter. Geht das? Wir müssen die noch eins nach links versetzen. Die jetzt eins nach links. Jetzt können wir hier Platz schaffen für die Straße. Und jetzt kann hier nachher das Silo entstehen. Im Augenblick brauchen wir es nicht, denn ich glaube, wir haben genug. Warenausgang ist voll. Lass mal noch bleiben. Und jetzt würde ich gerne mal schauen, wie wir das noch hinbekommen, dass wir die Lücken noch weiter füllen. Das ist aber alles rot. Hier hoch. Wo kriegen wir hier noch eine Teff-Farm untergebracht? Ich befürchte, das wird ganz schwer. Das kriegen wir nicht hin. Ach, wie doof. Wie machen wir das denn? Wie kriegen wir das gelöst? Mach doch die Weide rüber. Was bedeutet dieser Satz? Mach die Weide rüber. Noch zwei nach links ziehen, aber ich weiß nicht. Also das reicht wahrscheinlich vom Platz nicht aus. Die braucht noch einen Straßenanschluss. Das hier könnten wir eventuell verlängern. Das ist schon alles grün. Wo kann man da eine Straße reinziehen? Von hier oben. Und dann hier kann man das eins nach unten stellen. Ja, das könnte klappen. Dann hätte man hier eine Straße, hier runter kann man das noch nach außen schieben. Ja, ist man nicht mehr sofort. Doch, das ist dann
nicht mehr fruchtbar, ne? Vier Felder, das ist dann auch nicht mehr fruchtbar. Was für eine Puzzlei! Was für eine schöne Puzzlei, aber eine Puzzlei. Die Straße verlängern macht auf jeden Fall Sinn. Ich mach den mal weg und dann gucken wir, was passiert, ja? Dann ist hier in der Mitte kein Grün mehr. Da könnte man aber dann eine Farm hinsetzen. Und ja, lass uns, ja, das versuchen wir. Wir setzen eine weitere Hibiskusfarm hier hin und schauen mal, ob das klappt. Ich wette, das klappt nicht. Ich wette, das funktioniert nicht gescheit. Aber wir probieren es mal aus, ja? Damit ihr noch reingepuzzelt bekommt. Ich wette, das ist zu klein. Ich wette, das haut nicht hin. Ob das klappt? Was meint ihr? Wird das funktionieren? Oh, es reicht nicht aus. Das reicht nicht aus als Platz. Und außerdem brauchen wir noch einen Silo-Anschluss gleich. Das war zu knapp. Was können wir denn da machen? Wie können wir das lösen? Vielleicht sollten wir doch die Farmen woanders hinsetzen, oder? Weil wenn die Lücken hier füllen müssen... Boah, ist das heftig. Hier gibt es kein Lager. Hier können wir noch ein bisschen Farm runterziehen. Können wir noch eine von den Weiden woanders hinsetzen. Ich glaube ja, die könnte man hier hinsetzen. Die Fruchtbarkeit ist nicht 100%. Es geht dann die Idee runter, aber es geht. Ein Ticken weniger fruchtbar, aber es geht. Kann man machen. Kann man machen. Und das hier? Hier runter und dann doch noch ein Stück. Ich weiß nicht. Das nach hier? Lieber Daniel. Ja. Wir sind da gerade so schön am Puzzeln, aber es wird auch angezeigt, dass an der Position das nächste Lagerhaus so weit weg ist, wo wir das gebaut haben. Da gibt es, glaube ich, keinen Straßenanschluss. Ich glaube, da gab es keinen Straßenanschluss, oder? Deshalb nicht. Jetzt ist das Lagerhaus weg. Da fehlte noch der Straßenanschluss. Ah, alles klar. Ich suche immer noch eine Möglichkeit, wie wir das am gescheitesten könnten. So könnten wir es machen. Hierhin. Und dann die Straße. Hierhin. Und das Silo. Dann hierhin nachher. In der Nähe ist kaum Wasser. Jetzt die Lücken füllen. Das hier ist anscheinend nicht fruchtbar. Machen wir mal kurz weg. Das ist nicht fruchtbar. Könnten Folgendes machen. Wir könnten die Straße hier runterziehen. Aus. Der Platz ist zu knapp. Ich glaube, wir müssen doch eine der Farmen einfach wegstellen. Das wird nicht anders funktionieren. Dann können wir das machen. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor wir uns hier endlos puzzeln. Wir nehmen uns die Sangerfarm und platzieren die woanders hin. Stellen die hier hin. Gehen hier wieder hin. Dann können wir nämlich auch in aller Ruhe das Hibiskusteil hier hin platzieren.
Und hier das Teffeld in Ruhe ergänzen. Dann geht das. Dafür brauchen wir einen Kanal. Dann checken wir die Fruchtbarkeiten nochmal. Ziehen hier ein bisschen was weiter runter. Hier nachher das Silo platzieren. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt so geht. Hier ist ein nicht fruchtbares Feld. Und jetzt ziehen wir hier, hier kommt das Silo nachher hin. Hier können wir bauen. Hier können wir bauen. Hier können wir bauen. Hier füllen wir jetzt die Lücken auf. Hier können wir ein Stück Straße entfernen. Dann ziehen wir wieder hier rüber. Und Bewässerungsgraben hier wieder. Gucken, wo noch Lücken sind. Keine, alles gut. Winzige Lücken, aber die kann man auch mal ignorieren. Das sieht alles gut aus. Hier oben ist eine Mini-Lücke. Aber das ist nicht schlimm. Was wir machen könnten, ist, dass wir das eins nach rechts ziehen. Ja, das kann man machen. Das machen wir hier weg. Und wir setzen den stattdessen hier hin. Ja, da haben wir die Lücke da links geschlossen. Dann sind wir wieder hier. Füllen die Lücken hier. Gehen bis hier oben hin. Haben wir Nummer 4. Deshalb können wir die Teff-Farm hier füllen. Ich hoffe, das klappt. Ja. Oh ja. Ja, und. Ja, ja, wir haben sogar ein bisschen Platz übrig. Aber hier eine kleine Insel, wo wir noch irgendwas hinsetzen könnten. Und das wiederum könnten wir dadurch machen, dass wir die Gräben hier noch ein bisschen Platz schaffen. Hier unten. Hier kommt das Silo hin. Straße. Und wir haben hier, wie viele Felder? Und wie viel sind das? 1, 2. Oh Gott, ist ja schwer zu sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 2, 16. Könnten wir also hier rechts 16 Felder Platz schaffen und dann irgendwas anderes da hinsetzen, zum Beispiel. Oder wir lassen es einfach mal so. Ist doch egal. Aber wenn dann richtig. Wenn wir schon Platz verschwenden, dann will ich den Platz auch richtig verschwenden. Zum Beispiel mit Ornamenten. Mit Schuppen und tausend anderen Dingen. Mit Bäumchen, Sandflächen, Grasflächen, Flächen, Gesho-Bäume. Was sind denn Gesho-Bäume? Sollen wir uns das mal angucken? Sollen wir das einfach mal sinnlos zupflastern? Sollen wir mal einen Bäume-Check machen? Da können wir mal einen Bäume-Check. Sollen wir uns die erstmal aus der Nähe anschauen? Sollen wir da mal einen Blick drauf werfen, wie das aussieht? Es gibt keine Ulmen, tut mir leid. Im Chat werden sich Ulmen gewünscht, kann ich gut verstehen, was für schöne Bäume. Wir haben keine da. Tut mir sehr leid. So sieht es ja vor Ort jetzt aus. Können wir sogar reingehen und gucken.
kann mir richtig vorstellen, wie warm und heiß es hier ist. Da hinten die großen Rinder. Cebus. Kein Besucherhafen im Moment. Ob auf Dauer, weiß ich nicht. Liebe Grüße an Yamoto. Danke dir. Halbes Jahr hier abonniert. Liebe Grüße an dich. Warum bin ich immer so entschleunigt bei WB schauen, fragt Yamoto. Was könnte der Grund dafür sein? Da muss ich mal in aller Ruhe drüber nachdenken. Liebe Grüße an Tayara. Danke dir für dein Abo. An Tayara. Auch an The Noob. The Noob Ro. Danke dir für dein Abo. Und auch an Osttrieb. Hallo Osttrieb. Viele neue Leute, viele neue Namen hier. Das ist die Welt hier. Also das ist jetzt nicht perfekt, aber ihr könnt ja beim selber spielen versuchen, es optimal hinzubekommen. Aber schaut euch mal an, wie krumm und schief hier alles ist. Ne? Also das ist der Flusslauf. Wir haben nur einen Platz auf der rechten Seite, wo wir Gräben ziehen können. Einen Graben hier oben hin für Feuerwehr. Den Rest sollten wir hier unten lassen, falls wir hier ein Industriegebiet bauen, dass wir da noch eine Feuerwehr hinstellen. Und dass da mal so kleine Lücken entstehen. Also komm. Naja, haben wir irgendwann mal ein Artefakt für irgendwas später, was dann x% mehr Anbaufläche gibt. Dann können wir nochmal alles umbauen. Ist halt nicht perfekt. Haben wir an alles gedacht? Ich behaupte mal, nein, es fehlt noch was beim Thema Hibiskus. Drei Hibiskusfarmen. Zwei Teewürzereien, alles gut. Wie sieht die Versorgung der Leute aus mit Tee? Geht so. Immer noch nicht. Bisschen besser. Rest an Konsumgütern. Hibiskus-Tee geht so. Keramik machen wir nachher. Wir müssen nochmal. Ich glaube, wir müssen von jedem nochmal Hibiskus machen. Oder wir sagen bei einer Hibiskusfarm und nochmal zwei Teewürzereien. Sind wir uns denn ganz sicher, dass beim Hibiskus nicht ein Überschuss da ist? Oh Gott, riesiger Überschuss an Hibiskusblüten. Wir setzen ein... Ach, das ist Trockenfleisch. Fleisch. Hier. Wir setzen einfach noch eine Teewurzerei hin. Wird schon gut gehen. Wir setzen einfach noch eine hin. Oh, wir haben auch verkehrt rum. Oh Gott, wir haben... Oh, wir haben es genau verkehrt rum gemacht. Wir machen zwei Hibiskusfarmen auf drei Teewürzereien. Jetzt haben wir hier drei Hibiskus... Oh, das gibt's doch gar nicht. Jetzt stehen hier drei... Wo ist denn die dritte Hibiskusfarm? Da hinten. Da brauchen wir gar keine. Mach mich nicht fertig. Wir brauchen drei Teewürzereien. Dann können wir die auf... Haben wir die schon mal auf Vorrat gebaut. Gibt Schlimmeres. Dann setzen wir... Wir brauchen demnächst Hibiskus ohne Ende. Dann setzen wir noch mehrere Teewürzereien hier hin auf Vorrat. Dann haben wir alles gut gemacht. Kein Grund, sich zu grämen. Hier vorne, ein weiteres Lagerhaus hier hinten hin. Oder hier rund um den Kontor. Einmal. Ah, das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr Hirten. Wir bauen noch ein paar Hirtenhäuser. Zweimal. Ja. Und ein Sträßchen. Jetzt haben wir demnächst wieder mehr Arbeitskräfte. Können wir auch eine weitere Teewürzerei noch irgendwo hinsetzen, ohne dass es Problemchen gibt. Alles gut. So, jetzt haben wir vier Teewürzereien, drei Hibiskusfarmen und wir wollten im Verhältnis 2:3 bauen. Das heißt, wir könnten noch, also sagen wir mal, eine weitere hinsetzen. 2:3. Das heißt, wir brauchen bei drei Hibiskusfarmen irgendwas Krummes, was hinten ausgeht. 4,5. 4,5 Teewürzereien gehen auf drei Hibiskusfarmen. Das reicht so. Guck mal. Das ist jetzt hier Tee. Ich glaube, mit Tee ist jetzt alles gut hier. Hier ist Tee. Tee, kein Grund zur Sorge. Jetzt gibt es bei der Ziegenmilch wieder Problemchen.
Weil wir zu viel Arbeiter haben, setzen wir noch ein paar Häuser mehr rein und nochmal was mit Ziegenmilch. Noch ein paar Häuschen hier vorne hin, bitte. Und einmal Ziegenmilch. Und die kann ja überall hin. Kann durch fruchtbaren Boden verbessert werden. Wie immer. Hier ist fruchtbarer Boden. Hier ist kein Lagerhaus. Hier muss man weit rennen. Oh. Ah, das hatten wir hier mal geparkt und dann nicht zu Ende gebaut. Müssen wir auch noch machen. Das war bei den landwirtschaftlichen Produkten. Haufenweise. Ich glaube, die machen wir erstmal weg. Nämlich, die haben wir nämlich zu viel. Wird ja erstattet. Wir spielen ja mit Erstatten. Wir setzen noch eine Ziegenfarm hin, da wo schön viel grün ist. Lagerhaus in Nähe. Eine Straße. Nachher ein Lagerhaus. Oh, hoppla. Und ein paar. Oder wir gucken, wo die. Wir klicken die an und tappen uns mal. Vielleicht bauen wir einfach nur irgendwo noch ein Silo hin. Hier. Ein Silo hier und alles gut. Ein Silo, Leute. Hier, komm. Hier ein Silo hin und die Welt ist eine bessere. Da können wir sogar das hier noch wegmachen. Ein Silo und bestens. Das war's. Dann brauchen wir diese Ziegenfarm gar nicht. Dann können wir die uns schenken. Diese bunten Felder könnten sogar. Jetzt müsste alles sogar passen eigentlich. Schaut mal, Ziegenfarmproduktion, Ziegenmilchproduktion. Wir bauen noch ein Silo. Aber dann haben wir's. Auf Vorrat. Klappen. Haben wir hier ein Lagerhaus in der Nähe? Geht so, ne? Da oben. Einmal ausbauen. Jetzt hier. Und das ist eine Sangha-Farm. Das ist das Silo. Das bekommt Tef. Tef ist nicht mehr viel da. Ziegenmilch reicht knapp. Dann bauen wir doch eins ohne Ziege, ohne Silo hin. Und dann nachher, ach komm, nachher noch eine Teffarm. So viele Dinge, die man noch machen muss. Unfassbar. Eins gebaut und schon kommt vieles andere neu dazu. Kaum mal eine Kleinigkeit verändert und verbessert. Ich glaube, das Prinzip nennt sich Anno, oder? Man macht eine Sache anders und schon tauchen tausend Dinge auf, die man als nächstes machen muss. Ich glaube, das ist dieses Anno. Das ist dieses Anno-Feeling. Man verändert irgendwas an einer. Habe ich gehört. Das wäre so bei diesem Anno 1800. Man verändert irgendwas an irgendeiner Spielschraube, an einer Stellschraube. Schon kommt da noch was und woanders auch. Und hier ein bisschen mehr. Da muss man da auch noch ein bisschen mehr. Und da wieder und dort und dort und dort. Das ist Anno. Und ganz im Ernst. Das ist die schönste Form von Stress, die ich kenne. Dass man immer wieder dadurch animiert wird und angeschubst wird, dass man woanders noch eine schöne Bastelei erleben kann. So muss es sein. So muss es sein, so fühlt sich Anno an. Gefällt mir gut. Diese schön animierten Welten, Hintergrundgeräusche, das Gefühl von Verantwortung. Der Stress ist weg, wir haben unsere Inseln geclaimed, wir können in aller Ruhe weiterspielen, wir haben keinen Stress mehr. In der alten Welt alles okay, wir können alles in Ruhe hier genießen und uns anschauen. Finde ich schön. Land der Löwen, finde ich schön. Gefällt mir.